Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Herrn Fuck im Nürnberger Land, im Newsletter 170. Am Freitag sind wir in der Sendung des Bayerischen Rundfunks Habe die Ehre, 2 Stunden lang im Gespräch mit Thomas Viehweg zu hören. Vor uns waren da schon unsere Freunde Sina Trinkwalder von Mano Mama oder der Philosoph Christian Schüle, der schon 2-mal bei uns gelesen hat. Schalten Sie ein oder hören Sie einfach, wenn immer Sie Zeit haben, den Podcast danach. Wir freuen uns immer über Ihren Besuch, aber bitte melden Sie sich wegen dieser fiesen Baustelle unbedingt telefonisch an. Dann können wir Ihnen den raffiniertesten Weg weisen. Es wird noch rund 6 Wochen dauern und die offiziellen Umleitungen sind dramatisch. Und ebenfalls herzliche Glückwünsche an unsere Nominierten. Herbig Danzer und seine Möbelmachern und dem Team von Loveco. Sie haben mit Ihren beiden herausragenden Unternehmen gezeigt, dass man völlig neue Wege gehen kann und dennoch oder gerade deswegen sehr erfolgreich ist. Schon die Nominierung zum Nachhaltigkeitspreis, den verständlicherweise die Firma für Outdoor-Klamotten VD gewonnen hat, ist in der Nachhaltigkeitsszene mit einer Oscar-Nominierung zu vergleichen, weshalb uns die Fast-Ignorierung durch die Habsburger Zeitung etwas enttäuschte. Umso wichtiger, dass Sie das Preisverleihungsvideo, die Laudatio und die Bewerbung hier im Blog anschauen können. Nachhaltige Manufaktur, regionale Kreisläufe. Das Unternehmen ist konsequent ökologisch und engagiert sich mit unzähligen sozialen und kulturellen Aktivitäten. Wir zeigen eine ganz raffinierte Garderobe mit abklappbarer Bank und wegrollbarem Schuhschrank im Video, erklären, warum dieser Tisch Enterprise heißt und bieten Ihnen einen kleinen Nussbaumtisch und einen großen Buchentisch mit riesigen Ästen aus unserer Ausstellung an. Zusammen mit der Designerin Annette Henschel arbeiten wir intensiv an unserem Jahrbuch 2020, das Sie bald im Briefkasten finden, aber nur, wenn wir Ihre Postadresse haben. Eine absolute Rarität ist das große Messerset aus unserem fränkischen Nussbaum, das wir am liebsten nur im Ganzen verkaufen möchten, weil es nur so richtig zur Geltung kommt. Wir würden auch ein Schneidbrett dazu spendieren. Wussten Sie, dass man nicht nur unsere Küchen, sondern auch nur unsere Küchenplanung kaufen kann? Hier ist ein Beispiel für eine Schiffsbauerin aus Hamburg, die sich in unsere Küchenphilosophie verliebt hat, aber trotzdem in ihrem geplanten Budget bleiben muss. Kein Problem. In meiner Woche als Strohwitwer sind wieder 2 Beiträge aus der Serie Einfach kochen erschienen. Der gefrorene Blitzsaibling in 2 Minuten im Druckdampfgarer und die Tomatennudeln Deluxe mit dem Zwiebel-Anschwitztrick ebenfalls aus dem Druckdampfgarer. Wir wünschen einen schönen Herbst und bitte vergessen Sie sich nicht, unbedingt der Umleitung unbedingt anzurufen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bis bald.